So, da sind wir wieder zurück in der großen Kluft. Ist da noch offen? Ich habe keinen Bock, los da nachzuschauen. Auf jeden Fall, da ist das Schildchen. Hier gibt es natürlich auch wieder Runden. Wir machen erstmal die. Ich bin gespannt, wie gut das wird. Ja, direkt das erste. Einfach nur, um uns zu nerven. Dann die Tiefsee-Drachenechsen und so. Das ist kein großes Problem. Was haben wir denn als Kampfstrategien? Also das hier wird jetzt einfach nur reines Gekämpfe. Stellt den inaktiven Figuren im Kampf 3 Elementarpunkte. Erzeugt bei Treffern mit heftigen Schlägen der aktuellen Figur ein Elementarteilchen. Okay. Löst, wenn die aktuelle Figur Gegner mit Standardangriffen. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Erhöht, wenn die Truppenmitglieder 3 oder mehr verschiedene Waffenangriff erhöht. Auch gut. Lebenspunkte Wiederherstellung. Super. Ne? Ist so. Erhöht die Lebenspunkt Wiederherstellung der Figuren, die maximal. Ach, erhöht bei. Nee. Ja, innere Gelassenheit. Und dann. Das ist jetzt so. Genau, zwei zufällige Figuren können immer nicht mehr weiterkämpfen. Daher würde ich sagen, wir nehmen Ningguan mit. Wir nehmen Euler. Ich hätte dann eigentlich noch ganz gern jemanden von uns. Rosaria kann eigentlich nie verkehrt sein. Oder ist eigentlich nie verkehrt. Und dann nehmen wir noch Yun Jin, um mögliche Schilde doch noch zu verbessern. Ja. Ja. Give up. Fire. Freeze to the core. Crush. Punishment. Yeah. Submit. Und ja, ich baller hier einfach nur bei denen gerade wie wild drauf los, weil alles andere lohnt bei denen nicht. Autsch. Vengeance will be mine. Beg for mercy. More speed. Na kommt. Und auch wenn Euler schwächer ist. Ach, Mann. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel Leben jetzt verloren. Weil das ist das, warum ich die Viecher einfach hasse. Die machen nichts, halten aber viel zu viel aus, wie alle Geister. Wir probieren einfach mal
freeze to the core. Yeah, more speed. Ah, das wird blöd. Don't waste my time. Punishment. Your grand finale. Blood fly and leap. Give up. Your life is mine. Oh, komm. Vengeance will be mine. Crush. Man müsste ja eigentlich meinen. Sowas ist bestimmt viel schlimmer als so ein paar Mini. Wenn ich das jetzt nicht falsch gesehen habe, haben die mir keinen Punkt Schaden gemacht. Oh nein, die Schwester aus meinem Vengeance will be mine. Crush. I'll be back. Ja, okay, das verlieren wir jetzt doch noch. Boah, wieso darf der jetzt alles abwehren, auch wenn ich ihn von... Ja. Ja, okay, anderes Team. Nein, ich kann fortsetzen. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Dann Chichi und Barbara. Was haben wir diesmal? Erhöht die kritischen Treffer der aktuellen Figur um 30%. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der Lebenspunkt der Wiederherstellung ist super. Erhöht den von der Figur verursachten Schaden alle 3 Sekunden um 25%. Erhöht beim Treffen von Gegnern mit heftigen Schlägen der Ja. Don't waste my time. Submit. Und so. Give up. Na komm. Protect us. Hey.
gemeint. Ready, steady, go! The victor has been defeated. Ja. Gott. Nein, das macht keinen Spaß, gegen diese Scheißviecher hier zu spielen. Absolut nicht. Ja, es kann so bleiben. Your life is mine. Oh, ich wurde direkt wieder mit diesem Bluteffekt da. Oh, nein, den Viechern kann man auch nicht ausweichen, weil dann könnte das ja irgendwie... Ist so einer der Gründe, warum mir Inazuma überhaupt nicht gefällt, weil es da Gebiete gibt, wo es von diesen Viechern nur so wimmelt. Don't waste my time. Tun sie aber! Und nichts anderes. Kann mir auch keiner erzählen, dass sie... Ey! Boah! Ich gehe gleich echt mit Raiden Shogun hier rein. Ja, tue ich jetzt auch. Ist mir sch... Weil das mit nur einem 80er ist echt kacke. So. Haben wir immer noch. Ja. Da können wir eigentlich den Rest auch... eher so. Now you shall perish. Ja. Übrigens, Raiden Shogun ist ebenfalls nur ein Sub-DPS. Hat man auch vergessen, der zu sagen. Noch schlimmer als bei Venti. Also nee, wirklich, mit dem Schwert ist Raiden Shogun ganz klar ein DPS-Charakter. So. Das kann mir auch keiner anders irgendwie weiß machen. Na komm. Inazuma scheint eternal. Shine.
Bearing down. Check this out. Ich glaube, das brauche ich nicht. There is no escape. Go faster. Ja. Hoffentlich verliere ich die gleich nicht, weil eigentlich wollte ich sie mir für später aufsparen. Deshalb habe ich das versucht mit Ningguan zu machen. Aber naja. Ach so. Nee. Let's get down to business. Nee, das war. Wie war das? There's more. You got me. Ah, genau. Don't get too close. Shine down. Na komm. Ich hätte das Schwert nämlich ganz gerne für die beiden Dullis, die gleich kommen. Ihr kennt's ja. Shine down. To the fairy. Let me go. Now you shall perish. Illusion shattered. Under. Was? Wie das? Sacred name. Fortune preserver. Und ja, super, jetzt habe ich wieder verloren. Einfach. Weil mir mein DPS-Charakter flöten gegangen ist. Faster? Okay, Wheel of Life. Und ich meine, wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es, mich mit Chi-Chi dauernd gegenzuheilen, aber ich bin mir unsicher. Das könnte sogar noch funktionieren, aber ich glaub's. Wisst ihr was? Also das Team funktioniert. Bloß ich darf Shogun Raiden nicht verlieren. Torn to Oblivion. Und Shogun Raiden können sie auch kaum angreifen, weil die sich mit ihrem Schwert so schnell bewegt, dass. Naja. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered.
Hey, könntest du mal... Ach so, das hat noch Cooldown. Inazuma scheint eternal. Jetzt noch mal kurz warten. Aber hey, Amber und Toma haben auch mal ihren Beitrag geleistet. Und sei es nur für... ja, wofür eigentlich? Insolent. Quatsch. Ja, kommt. I don't want to be sealed back up. Was zum... Illusion shattered. Now you shall perish. So. Könntest du einfach hier weggehen? Na endlich. Juhu! ja. Runde 2 von 3. Was kommt denn jetzt hier? Jean. Gehen wir einfach mal voll aufs 80er-Team. Volle Frauenpower und erhöht ihn mit heftigen Schlägen. Ja, wie ein Höhle von Spezialfähigkeiten der Figuren, die wir. Erzeugt beim Treffen mit heftigen Schlägen der aktuell. Ja, erhält je nach Aufheben eines Durchkristalls. Ja. So.
Besiege 6 Gegner. Barbados, guide us. Motion to compel. Au. Könntest du mal deinen einen Angriff machen? Danke. Jetzt ist aber... Hey! Es ist auch scheiße, dass man teilweise nicht mal sieht, was einen da getroffen hat. Aber naja. Ist jetzt bei dem sowieso egal. Ah, Mann. Ja, ich erinnere mich noch an deine Beyblade-Technik da. Aber anders in der Story als in der Story. Sag mal, könntest du dich mal um den Abgrund, Dulli, kümmern? Na komm. Illusion shattered. Sag mal. So. Und last but not least. Ach so, ja. Aber eine Geodrachenechse sind keine zwei Geodrachenechsen. Und diesmal hast du das Problem, dass du jemandem gegenüberstehst, der weitaus mächtiger ist als du. Sag mal. Hear me.
Ich glaube, die sind nicht... die sind nicht immun gegen Elektroschaden. Das ist jetzt doof für die. Na komm. Übrigens, Range Rune ist immun gegen Elektroschaden, wenn sie ihr Schwert auspackt. So. Yo, Rain-Shogun und Saccharose raus. Ach stimmt, und Yelan war ja eh weg. Na egal. Reines Geo-Team. Glaubt mir, er schafft bei der LP-Wiederherstellung der Figuren einen Überschuss. Ja, sind drei verschiedene Waffentypen. Vier verschiedene Waffentypen sogar. Erhöht die Schildeffizienz der Figuren um 40%. Ja, brauche ich zwar nicht, aber... So... Jetzt fragt ihr euch vielleicht, kann das Team was? Ich sag's so. Zhongli wird einfach nur dafür sorgen, dass alle überleben. Damage Dealer ist Arataki Ito. Und, Guru. Wie war das nochmal bei dem? Und wird bei der. Ja. Genau. Verleiht den aktuellen Figuren im Wirkungsbereich gemäß der Anzahl an Figuren in der Truppe mit dem Geo-Element zum Zeitpunkt der Anwendung folgende Effekte. Drei Figuren. Trümmer verleiht die obigen Effekte und erhöht den Schaden. Geo-Schaden. Zähigkeit erhöht die Verteidigung und der Verunterbrechungswiderstand wird erhöht. Also am besten ist Geo, ist Guru halt in einem reinen Geo Team. Und das beste Team eigentlich für Arataki Ito ist Guru, Zhongli und Albedo. Weil wir jetzt gerade kein Albedo haben, nehmen wir halt Ningguan als Geo-Charakter. Was soll's. Und der hat keine deren Bilder bekommen, aber Ningguan ist auf C4. Alles klar. Und, ja, das Wichtigste ist eigentlich... Und... Ach so, Vorwärts zum Sieg ist eigentlich nur die aufgepimpte Version von Allzweckaufstellung. Okay, ja, macht aber nichts. Allzweckaufstellung dürfte es auch schon in den meisten Fällen richten. Und das hier wird jetzt ein lockerer, sollte ein relativ lockerer Dischmarsch werden. Ups. Ja. This isn't good. You need to hurry up. I miscalculated. This one's well done. Yeah. Nö, Junge. Einfach nö.
unfortunate fault. Ja. Wie gesagt, das wird jetzt ein leichter Durchmarsch, weil Zhongli ist dabei. Stabilize. Charge! Kommt! Oh, ich hab das Timing verpasst, mal wieder. Egal. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen doof. Ich meine, selbst wenn Arataki Ito hier drauf geht, das macht keinen Unterschied, weil er ist zwar der Damage-Dealer, aber wenn man Zhongli auf den ein bisschen aufpasst und mit seinem Schild. I will have order. Ja, Mist. Gather. Pull in. Attaboy, who wants some of this? At least I'm not going down with style. Stabilize. Du willst mich doch. Advance. It's nothing. Gather. Na komm. Rally. Order guide you. Stabilize. Na komm. Ja, so viel dazu. Und ja, das Blödeste an dieser ganzen Herausforderung waren jetzt echt diese Wölfe, die im Grunde nichts können, aber meinen, sie dürfen für jede Menge Probleme sorgen. Ich hasse sie. So. Wie das? Na, alle kämpfenden Figuren dieser Runde gehen für eine Runde in Bereitschaft. Genau. Nehmen wir dich mit. Toma, Chichi. Noch jemand mit Wasser. Barbara. Erhöht beim Treff. Ja. 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 Der erste Kampf hier gegen die dürfte sowieso nicht so schwer werden. Orders given. Orders received. Na kommt. Come again. Crush. Shudder. Suffocate. More speed. Eye for an eye. Fury. Yeah. Single.
Life goes on. Hey! Come again. Beg for mercy. Na kommt. More speed. I condemn you. Suffocate. Vengeance will be mine. The odds are against us. Na komm. Check this out. Here's backup. Shut up. Beg for mercy. Rack and ruin. Na komm. Go. Opening box of Adepti dress. Crush. I got terrible. Fire it up. Na komm. Freeze to the core. Take two to go. Let us cross swords. I got you covered. Don't get too close. Na komm. Let the show begin. Also. Let's dance. Rise. Nee. Check this out. Crush. Na komm. Support is fire. Don't get too close. Well met. Nein. Come on, we can do it. Let the show begin. We are alive. Orders given. Orders received. Beg for mercy. I'll be back. Ey, ich hab doch. Könntet ihr mal euch darum kümmern, dass ich mit Feuerangriffen auf euch knall? Ja, super, muss ich mit dem Schild. Ja, gut. Ich glaube, das nennt man The Rising of the Shield Hero. Oh! Let me amuse myself a little. No, you're not going anywhere.
Nein! Oh, Mann! Ich hasse es. Das Problem ist, die einzigen probieren wir mal Sayu aus. Ja. Dann die weg. Und was soll das hier nochmal? Another test subject. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Bombs. Vengeance will be mine. Shut up. Das Problem ist, die sind jetzt so weit auseinander, da bringt... Da bringt das Ganze kaum mehr... Was? Mann! Autsch! Na kommt. Na kommt. Ah, zumindest einer ist weg. Jetzt sind nur noch die drei Dullis. Kommt.
einer ist tot. Right now, emerge. Right now. Beg for mercy. Blood of frost. Na komm. Shudder. Ja, das hat gereicht. Super. So, jetzt habe ich nur leider die 4 verloren. Was kam jetzt? Ah, ein Abgrundbote, reißender Strom. Jelan wäre eine Idee, aber was ging den? Verlangt die Abkriegsgriffs und sowie ruhig. Was? Erhöht die. Okay. Okay. Jelan, Diona. Wen noch? Meint. Nee, ich probiere mal Fischl. Obwohl, dann kann ich auch Fische verzichten. Gehe mit Kushosara da rein und. Und nehmen wir Kaya? Nehmen wir Kaya mit. Komm, lad! Juhu! Verbindung zum Server wird wiederhergestellt. So wie ich mein Glück kenne, wird das nichts. Also, ich sag mal, tut mir leid für die Folge, dass ich kaum was gesprochen habt, mich nur aufgeregt und zum Tippen gemacht habe. Und ja, Gruß, Zynos-Fan. Ich glaube, den Rest werde ich euch einfach ersparen. Wenn ich ihn überhaupt mache. Bis dahin.